Hallo, herzlich willkommen zurück zu Tavern Masters in Finias. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ja, ich bin sowas von zufrieden. Alles voll schick und toll und super. Und wir haben keinen Platz mehr für den Käse, deswegen blinkt das da. Ja, im Moment funktioniert es an sich recht gut. Neun Tag Beginn. Ich habe beim Aldemar ein bisschen reingeschaut gehabt und war total erstaunt. Die brauchen gar nicht so viel Platz. Ich könnte hier die einfach so dicht an dicht an dicht stellen. Ja, und dann, das würde tatsächlich auch funktionieren. Aber ich muss gestehen, mir gefällt es nicht. Das ist, ich finde das nicht ansehnlich, wenn so die ganzen Tische so richtig eng bei eng sind und man eigentlich keinen Platz mehr hat. Das ist einfach irgendwie nicht meins. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das halt nicht so auf die perfekte Art mache. Ich finde es so schön, ich finde es so ansehnlich, ich finde es so gemütlich. Da komme ich los, mich reinzusetzen. Und ja, das passt einfach irgendwie besser. Und von daher, so, jetzt muss ich mal schnell schauen, was wird denn morgen, heute Käse? Morgen Käse. Heute ist Mittwoch, da, genau. Käse, sehr gut. Was für eine Veranstaltung wir als nächstes tun können, da brauchen wir noch was. Das könnten wir schon tun, aber da fehlt uns das Rezept. Okay. Alles klar, also wir können theoretisch anfangen, nochmal die Dinger zu sammeln. Ja, es ist natürlich heftig, ne? Aber gut, es würde jetzt gehen, ne? Also ich meine, auch die 160 kriegst du hin. Also das ist, wenn du halt dicht an dicht stellst, dann ist das durchaus möglich. Und ja, vielleicht werden wir das dann irgendwie so ein Stück weit doch tun müssen. Vielleicht gerade so bei den Bänken, dass du sagst, okay, dann machst du es da halt wenigstens dicht an dicht. Dass du irgendwie, ja, die Leute zusammenkriegst, ne, die für die Anforderungen, weil es gibt halt doch schon immer echt viel Bonus Geld. Ja, so habe ich hier nicht geguckt. Das Grüne kommt erst morgen wieder. Kriege ich 160 zusammen? 30, 60. Das. 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 Eieiei. Eieiei. Ja, kriegen wir. Aber halt von. Nichts für Schließ. Naja, komm. So. Dann wird das auch getan. Oh ja, hier, guck mal. Gemüsesuppe hat ein Level abbekommen. Das ist super. Und da hat jemand ein Level abbekommen. Ja, die Ada. Du kriegst jetzt mal ein bisschen Trinkgeld. So. Okay, passt. Forscher, genau. Ich glaube, ich habe doch vier Plätze. Vier Forschungsplätze hätte ich frei. Man könnte also noch einen vierten Forscher einstellen. Ja. Aber die kosten natürlich auch. Und ich glaube, meine Kosten sind eh schon echt hoch. Ne? Gehälter über 1000. Das ist schon. Uiuiuiui. Das ist für mich wenig. So. Machen wir mal hier wieder ein bisschen zackig. Wie schaut es oben aus? Auch alles voll. Ja. Wie schaut es hier aus? Da ist eben halt. Ja, da sind sie dabei, ne? Die Forschungspunkte. Ist halt so ein bisschen, ne? Einer macht schon Sinn. Level 8. Ich finde mit zweimal schneller Erfahrung, ja. Bei 7 Kunden mehr pro Tag ist doch auch ganz nett, ne? So. Ja, sieht gut aus. Ja. Was gib an einem Tag an? Aus? Boah. Naja, gut, wenn die halt leer sind.
Ne, was müssen wir jetzt schon zahlen? 217, naja. Wir werden noch ein bisschen warten. Kommt schon noch, dass wir die 8000 auf einmal ausgeben. Ja, die finde ich aber tatsächlich blöd. Die Aufgabe, die finde ich nicht ganz so schön, aber... Ja, also mit dem Apfelkuchen ist halt... Ja, wir müssten jetzt im Prinzip hier alles an Dessert erstmal ausmachen, ne? Dass wir den Apfelkuchen hochpushen können. So. Jetzt räumen sie hier alles noch ein bisschen auf. Ja, okay. Also es ist ja schon so, dass wir die Leute zusammenkriegen müssen, ne? Ich mache das jetzt nicht besonders gerne. Also ich mache das jetzt, ich lasse das hier drumherum auch so stehen, ne? Aber ich denke, wir können hier, ja, wie gesagt, ich finde es nicht schön. Ja, mir gefällt es nicht ganz so gut, dass man das so dicht bei dicht machen sollte, so wie es ausschaut. Aber, ja. Toll. Das macht dann eigentlich mehr Sinn auf der anderen Seite, aber das mache ich jetzt nicht. Sieht halt komisch aus mit den beiden. So. Aber jetzt haben wir halt nochmal ein bisschen mehr Platz bekommen. So, Teppiche. Die müssen wir dann natürlich nochmal ein bisschen rucken. Ich habe doch hier oben noch einen Teppich rumliegen. Ups. Da, genau. So. Ui. Entschuldigung. Ich bräuchte 2x2 ist halt nett, aber eigentlich bräuchte ich dann 4x4, ne? Das sind bloß die Runden. Ja, dann wäre jetzt halt wieder dieses, ne? Naja, okay. So. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Effizienz gesteigert. Auch hier oben könnte ich dann ja wirklich halt hier richtig hinten dran machen. Der Teller schwebt jetzt in der Luft. Mal gucken, wie lang. So. Dann können wir das auch machen. Dann steht es auch nicht mehr ganz so. Dann hast du hier doch ein bisschen mehr Platz, ne? So, dann machen wir hier nochmal. Und dann... Ja, die Tische und sowas, die muss man dann natürlich irgendwann mal wieder ein bisschen schick machen, ne? Also da brauchst du irgendwann schickere. Aber jetzt für den Anfang, denke ich, ist das in Ordnung. Dekoration. Wir haben doch hier das Fenster. Da hätte ich dann schon gern wieder Rosa. Rosa, Rosa. So. Na, das ist doch in Ordnung. Und auch hier können wir mal das Banner hinmachen. So. Da wird es ein bisschen dunkel, aber es geht noch, ne? So. Okay. Gut. Dann finde ich, sollen wir den Teppich dann nochmal irgendwie mitnehmen. Den können wir ja dahin machen, ne? In die Mitte. So. Dann wäre dann heute Wein. Okay, rot. Dann wechseln wir. Nee, wir wechseln noch nicht. Wir machen. Das ist ja die bedienten Gäste, das ist ja immer erst, wenn sie gehen. Ne? Dass das dann zählt. Und dann haben die Forscher hier noch die Möglichkeit, die Pünktchen hier fertig zu machen. Und dann wechseln wir auf die Küche. Und dann haben wir halt schon die ersten 60 Punkte. So. Yay! Oh, ich finde das fast besser, ne? Mit den kleinen Hotelmöbeln. So, alle Gäste der Veranstaltung wurden bedient. 600 Bonuspunkte. Sehr schön. Dann haben wir das da und das da und das da. Da warten wir noch kurz. In Fleisch. Was habe ich da? Fisch habe ich da genommen. Okay. 100. Das... Und das wären 50. Aber wenn ich jetzt
das nehme und das nehme. So, ne? Nee, so. So ist besser. Okay. Oh, herzlichen Glückwunsch zum Freischalten des Hotels. So funktioniert's. Baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster. Gehe in den Hotelshop, kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Warte auf Kunden, die abends kommen. Oh ja. Halt, stopp, Quatsch. Wir müssen erst das Baumenü machen. So. Eins. Zwei. Drei. Toll. Oh je, das ist ja jetzt doof, ne? Ah, ja, gut, wir haben ja gelernt, dass wir da hinten einfach die Forscher reinsetzen. Aber hier mit den Tischen ist tatsächlich doof. Die werden wir, glaube ich, dann gleich nochmal machen müssen, wegmachen müssen, ne? Obwohl eigentlich... Ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel wirklich groß interessiert, ne? Das war jetzt nicht so cool. Wir machen das mal anders. Wir machen das auf die Seite. So, Wandtextur. Schade, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Wand gehabt, aber naja. Haben wir irgendwo die Holz? Ja, da halten wir das Holz, ne? Aber wir hätten... Das haben wir nicht. Dann machen wir doch die hier einfach in... Dass wir so das Hotel markieren im Prinzip, ne? Haben wir nochmal ein bisschen was anderes. Und Bodentextur, dann nehmen wir ruhig auch den schönen Holzboden. Warum nicht? Ne? So. Dann haben wir das. Und dann... Ach guck, hier hast du sogar auch Dekoration, ne? Ist zwar jetzt dann die gleiche. Aber cool. Also, wir brauchen natürlich, finde ich, das ist, gehört einfach dazu, Gardinen. Da machen wir jetzt grün. Oh ja, warum nicht grün? Das ist doch in Ordnung. Ist mal was anderes. So, dann kriegt, das ist ja total egal, ne? Welche, dann kriegt jeder hier so ein Bildchen. Habe ich noch ein 2x1? Nee, ne? Was haben wir jetzt da hinten gehabt? Das da, ne? So. Dann. Sonstiges Nachttisch, Raumtrenner. Ach, ist das toll, ne? Wow. Okay. Betten. Okay, also du brauchst Betten und Kleiderschränke. Ah, okay. Stabiles Bett für eine Person. Ein Seidenbett. Hm, stabiles Bett, ganz wichtig. Aber das ist grün. Oh, wie schön. Oh, wie schön, oh, wie schön. Dann machen wir doch das dahin. Und die machen wir, hier machen wir die Einzelbetten hin. Ja, dann haben wir zwei Einzelbettenzimmer und genau. Warum nicht? So, Kleiderschränke. Ich habe noch 1000. Na, pass auf, ihr kriegt einen hohen Schrank, weil ihr zu zweit seid. Und ihr kriegt die kleineren Schränke, weil ihr alleine seid. So, und das kriegt ihr auf die Seite. Oh, Scheibenklasse, ich habe die Lichter vergessen. Na gut, dass wir noch so viel haben, ne? 1, 2 und 3. So, völlig pleite. Haben wir jetzt 8000 Euro? Nein, nicht ganz. Nein, und ich habe vergessen, den Tag zu starten. Achso, der hat ja schon gestartet. Gott sei Dank. Oh, wow. So, das können wir auch hoch machen. Getränke. Was Quatsch ist, weil die gar keine Getränke braucht. Okay, na gut. Das war jetzt nicht ganz so schlau. So. Wir brauchen noch mal ein bisschen was. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das ist. Ob, kann ich hier eigentlich auch Teppiche? Nee, ne? Nee, Teppiche gehen da nicht. Okay. Wie ist das mit den Betten? Kann man dann eben halt auch mehrere Betten reinmachen, oder was? Oder wie ist das?
Stabiles Bett, eine Person. Also ich habe keine Ahnung, ob das, wie das machbar ist, ne? Wir hauen hier mal einfach für zwei Leute rein. So. Und dann... ich muss ja noch ein bisschen was an Geld ausgeben. Mal her, wir machen mal hier den Tisch weg. Nehmen da jetzt mal hier so einen... Ach, kann ich mir nicht leisten. Toll. 300. Shit. Habe ich? Ja. Hauptsache, das habe ich mal gemacht, ne? Oh, schön 8000 ausgegeben, ey. Holla die Waldfee, ne? Das ist schon krass. Aber schön, gefällt mir gut. Also es ist cool, dass wir jetzt so ein kleines Hotelchen haben. Mega. Ne? Das ist schön. 142 haben wir schon. 140, genau. 60 Gäste hatten wir. Das passt doch dann. Ja, cool. ich würde aber sagen, dass wir dann halt wechseln auf das Fasslager, wenn wir den nächsten Tag beginnen, damit wir eben halt die normalen, die häufigen Gäste dann abarbeiten können. Und dann brauchen wir mal wieder gelbe und rote. Ja, dass wir so viel ausgegeben haben, ist klar. Rote. Wir bräuchten eine Veranstaltung mit roten. Das da, 160, Henkerstreff. Das ist halt die Frage, nee, wie viele brauchen wir jetzt noch? 140. Ja, mit 160 würden wir gut vorankommen, ne? Der Henkerstreff. Aber so viele Gäste kriegen wir nicht unter, ne? So viele Gäste kriegen wir nicht unter. Dann machen wir erstmal so ein Arbeitsjubiläum, bevor wir das Henkerstreff machen, ja? Sind immerhin trotzdem 100 und von daher... Und dann machen wir hier wieder was Gelbes. So, das Schlachtfest, ne? Und dann schauen wir mal. So. Das passt jetzt erstmal, glaube ich, ne? Ist das hier? Achso, nee, abbrechen, das will ich natürlich jetzt nicht. Wie ist das denn? Achso, so einer der Forscher, ne? Ah, okay, alles klar. Gut. Okay, dann... Nächsten Tag starten. Die Forscher machen sich bitte an die Arbeit. Verdienen mehr als 4600 an einem Tag. Ne, das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. Das kriege ich ja ganz entspannt hin. Da machen wir keine Sorgen. So. Bin mal gespannt, ob die das dann jetzt auch machen, ne? Ob dann abends wirklich Gäste kommen und dann übernachten. Weil ich meine, gestern hatten wir diese spezielle Feier, deswegen eine geschlossene Gesellschaft sozusagen, ne? Mal gucken. Ja, hier müssen wir natürlich gucken, ob das wirklich passt, ne? Also es kann auch sein, dass wir dann wirklich in ein oder zwei Folgen doch nochmal umbauen, weil wir hatten den einen Tag ja, dass sich welche beschwert haben, dass sie zu lange warten mussten, weil sie eben halt eine Etage höher sind. Das müssen wir jetzt beobachten, inwieweit das halt, ja, oder einfach wirklich, doch... alles so ein bisschen enger machen, ne? Aber es funktioniert tatsächlich, ne? Ich finde es nicht schön, wie gesagt. Aber... Oh. Hui. Hoppala. So. Ich finde es nicht ganz so schön, aber was soll ich machen? Also natürlich... So. Das haben wir 50. So. Und können wir jetzt mit denen... Na, guck mal. Perfekt. Müssen wir mal gucken. Das ist auch so, das könnte ich halt auch auf ein einziges Kästchen machen, ne? Also wir könnten theoretisch auch sagen, dass wir hier hinten zumachen und diese Gilde dahin setzen und dann halt, ne? Das ist das Einzige. Aber ich... Ja...
bin mir noch nicht so sicher. Ich finde, hier ist es ein bisschen dunkel, ne? Ich werde hier mal noch ein Licht hinmachen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie zu dunkel. Ah, tatsächlich, ne? Da ist jemand. Was? Okay, cool. Schön. Cool. Also heute waren keine Kunden verärgert. Das ist natürlich toll, ne? So. Das passt. Ja, aber Apfelkuchen wollen sie jetzt halt nicht mehr, ne? So, Rosalind. Also nur erste Etage. Ich bräuchte eigentlich, wir wissen hier, zweite Etage. Nur erste Etage. Alle Etagen. Nur erste Etage. Alle Etagen. Okay, habe ich hier. Ah, nur zweite Etage. Okay. Treppensteigend habe ich hier voll gemacht. Okay, dann passt's, ne? Das ist okay. Das möchte ein bisschen mehr Kohle haben. Verstehe ich auch. Ist ja auch anstrengend, dein Job, ne? So, okay. Schön. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Okay. Was machen wir als nächstes? Normaler Tag. Okay. Danach kommt dann 100 Gäste. Ich muss mal gucken. Boah, 10. 2, 4, 6, 20. 30. 40. 50. 60. 64. 64, 68, 72, 76, 82, 86, ist das richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die 100 kriegen wir nicht ganz zusammen, aber fast. Aber gut, macht ja nichts. Wir können ja im Notfall einfach nochmal zwei Tische bauen. Mal schauen. Also es läuft soweit noch ganz okay. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie es dann halt wirklich wird, wenn du dann so eine Veranstaltung machst wo du halt einfach, keine Ahnung, 160 Gäste hast. Uff, wir haben keine 4.600 verdient an einem Tag. Okay, das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Boah, wenn wir das alles erleben, dann können wir ein bisschen Bonusgold. Elite-Koch, auf den freue ich mich auch. So, okay, gut. Ihr Lieben, das soll es für heute aber erstmal gewesen sein, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch, ne? Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.